ruppt sie aber ganz schön rum dort in dem Abschnitt. Das könnte wahrscheinlich zu heftig sein. Ach nee, doch, die Wertung geht. Gut. Na dann, so das Ding heißt einfach mal ganz locker flockig Speedway. Und da müssen sie 4 Mark Eintritt blechen. So, der Eingang, der ist jetzt natürlich ein bisschen. Bisschen blöd hier gebaut. Die Warteschlange, die läuft einfach hier an dem Beschleunigungsstreifen entlang. Dass die Leute sich das Elend schon mal angucken können. Ah, doch, so geht das. So, eröffnen. Fertig. Guck mal, die ersten Leute mitfahren. So bezahle ich nicht. Was? Ich mache erstmal keine Werbung-Kampagne. Jetzt haben wir gerade so eine konstante Besucherzahl erreicht. Und die könnte man dann eigentlich kurz vorher dann vor dem Ende des Szenarios gleich so mal voll abfahren. Warten auf voll. Gut, ich könnte vielleicht hier den Beschleuniger noch mal ein Stück runtersetzen. Das dürfte natürlich nichts machen. Dass der Speed dann ein bisschen langsamer ist. Oh, sind ja oben ziemlich langsam. Naja, gut. Aber dann sind sie halt dort unten, glaube ich, in der Kurve. Ein Stück, naja, unwesentlich. Aber egal, lasse ich jetzt so. Jetzt soll natürlich wieder warten auf Testergebnisse drinstehen, dass der es nicht automatisch berechnen kann. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich in diesem Spiel nicht verstehe, und dass der wirklich erstmal einmal abfahren muss, aber ich denke mal, die Physik und sowas ist doch fest vorgegeben. Aber hier mal eine neue Attraktion, die auch neue Besucher lockt. Na gut, die Gehkräfte seitlich sind jetzt ein bisschen zurückgegangen, aber eigentlich auch nur unwesentlich. Ach so, habe ich jetzt das Action-Foto nicht mehr drin? Na gut, egal. Ist egal. Ist egal, bleibt dann halt draußen. Gibt es halt kein Action-Foto von dieser Bahn. Klassischer Fall von... Was? Aber guck mal, die Leute, die stürmen schon hin, ne? Während Schiffsschaukel 1 nicht mehr angenommen wird. Für 50 Cent wieder. Drachenschanze will auch keiner mehr. So viel bezahle ich nicht für Drachenschanze. Ich möchte gerne was Aufregenderes als Drachenschanze ausprobieren. Was? Drachenschanze ist doch richtig aufregend. Hier ist auch kaum noch was los. Muss mal kurz was trinken, kleinen Moment bitte. Ja, cool, gerade die Schiffsschaukel den Preis gesenkt, dann geht die kaputt. Unterbau Achterbahn, das ist diese hier. Ich glaube, Platz für noch mehr Achterbahn ist hier, glaube ich, auch nicht, ne? Also, gut, es geht gleich ins letzte Jahr rein.
bisschen Platz haben wir auch noch. Mal hier in so eine Bootsfahrt, das würde da bestimmt auch ganz gut reinpassen. Wie sind denn die Umsätze eigentlich generell? Die sind... Achso, Quatsch, Verlässlichkeit. Ich muss natürlich bei Ertrag gucken. 5000, ja, und dann hier unten Toiletten machen Verlust, klar, logisch. Warteschlange. Irgendwo was, wo nichts ansteht. Nee. Doch, Riesenrad. Na gut, machen wir es kostenlos, wenn da jetzt sowieso keiner mehr hinkommt. Können wir es auch für Ume machen. Die Unterbau-Achterbahn, das ist nämlich, na gut, die Bäuchchen, ja, solche Unterbau-Dinger da. Die brauchen immer so viel Platz nach unten. So, wenn wir Speicherzeit, diesmal achte ich aber hier auf die Bezeichnung. Gucken wir, können wir die andere mal schnell umbenennen. Das ist die 7, dann ist das ja die 8. Da hatte ich mich einfach vertippt. Und jetzt haben wir es mal schnell behoben. Die Finanzen sind auch gut. Den Bau der Stahlachterbahn haben wir damit jetzt schon drin. Also wieder ausgeglichen, sag ich mal. Und Achterbahn kommt als nächstes. Na gut, Achterbahn nehmen wir erstmal raus hier. Lädenstände nehmen wir auch erstmal raus, würde ich sagen. Drachenschanze ist defekt. Ja, ich glaube, da ist nicht, die ist nicht nur manchmal defekt, die ist, glaube ich, immer defekt, oder? Das drückt schon wieder so auf die Ohren, ich muss das gerade erstmal korrigieren. Wie gesagt, eigentlich müsste ich mir echt mal so ein, wie sagt man, das Tischmikrofon zulegen, dann einfach solche kleinen Kopf für die Ohren, solche kurzen, solche kleinen In-Ear, wie heißen die Dinger? In-Ear, dass die dann nicht mehr so aufs Ohr drücken. Vielleicht sollte ich mal wirklich mal so ein richtiges... Ja, da scheue ich so ein bisschen die Geldausgaben, muss ich ehrlich sagen. Oh, Rutsche will auch keiner mehr. Komm, da ist jetzt auch in Zukunft kostenlos. Ihr wollt das doch auch. Ich muss hier zur Toilette, ich will nach Hause... So bezeichne ich für Flutsch, ja, da haben sie sich tatsächlich beschwert. Ja, wir haben das jetzt einfach mal korrigiert. Und es geht gleich ins dritte und letzte Jahr. Wir sind jetzt am 22. Oktober. Aber wie gesagt, ich werde das jetzt ja nicht durchspielen. Könnt ihr wieder ein paar sinnfreie Experimente hier machen. Ich hatte das leider das Problem bei RCT. Bei OpenTD kann man ja bauen, bauen, bauen und bei hier muss man immer warten, bis man irgendwas hat oder irgendwann ist der Park voll und... Das ist halt leicht nervig. Natürlich auch mal sterweise so einen Käse hier bauen.
Die Frage ist, wie hoch kommt der? Kommt er bis zum Ende? Nee, glaube ich nicht. Ja. Ach, so ein Quatsch hat man halt früher immer gern gebaut. Dann auch hier mit solchen Cheats, Bauhöhenbegrenzungen deaktiviert. Und da konnte man dann ganz schön irgendwelche wirklichen, ja, Kotzschleudern bauen. Was man auch mit der wilden Maus machen kann. Achso, da werde ich jetzt hier nicht rumkommen, hm? Ja, dass es dort zu tief ist. Dann halt auf der Seite. Hier sowas und dann halt zack, zack. Die Bahn, die musste auch übelste G-Werte bekommen, dann in der Kurve. Gucken wir uns einfach mal an hier den Spaß. So, es kommt jetzt als nächstes eine hängende Achterbahn. Okay. So, mit 50 statt in die Kurve. Oh, das tut weh. 4G. Was? 4G? Nee, Quatsch. 3,43G sind das nur. Das so wie es dort heftig in die Kurve zieht, kann das doch nicht sein, dass das nur so wenig Gs sind. Aber es müsste eigentlich eine übelste Intensitätswertung bekommen. Nee? Okay, warum ist denn die Bahn nicht so schlimm? Aber wir können die noch schlimmer machen. Die werden auch so einen Huckel reinziehen. Wo es die Leute dann schön aus dem Wagen hebt. So, jetzt haben wir März Jahr 3, also es geht jetzt in den Endspurt. Hängende Achterbahn. Ob man da jetzt noch mal eine Werbekampagne macht. Na gut, die 120 Besucher, die da fehlen, die sollten relativ schnell kommen. Jetzt Intensität sehr hoch. Einfach nur durch so einen Huckel. So, was gab's jetzt neu? Was war das jetzt? Hängende Achterbahn. Die hier, die brauche ich auch total ungern. Muss ich ehrlich sagen. Gibt's die Maus noch als Stahlversion?